Da hinten ging es irgendwie perfekt, hier geht es jetzt nicht perfekt. Komisch. Echt verdammt komisch. So, Energie ist wieder gut. Sauerstoff, Wärme, Luftdruck, Terraforming, wir gehen auf 1000. Okay, wir bauen auf jeden Fall... Wir brauchen auch mehr von diesen Wärmedingern. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wie viel Eisen habe ich denn noch? Ach echt, so viel? Eins. Geil. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Unmengen an Eisen. Kann ich irgendwas... Hier sind meine ganzen Sachen. Oh. Ein Sonnenkollektor. Okay. Machen wir mal so. Schlabbern hier mal eins. Ich müsste eigentlich erstmal hier meine Basis erweitern. Ja. Mal gucken. Nein! Oh, das wollte ich gar nicht. So, ich muss erstmal hier meine Basis ein bisschen erweitern. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Oh, das kostet so viel Eisen. Uff. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so teuer ist. Schon wieder kein Eisen. Also Eisen ist schon mal das Ding schlechthin. Wir brauchen Eisen, Eisen, Eisen. Mach das Ding mal weg. Was? Ich will Heizung zerlegen. So. Ich mach das da hinten mal alles hin. Ich mach da hinten jetzt mal richtig schön Heizung hin. So. Oder auch nicht. So. Eine Heizung. Kommt hier direkt die nächste Heizung. Kann ich noch eine bauen? Ja. Ich mach's jetzt richtig heiß auf dem Planeten. Ich mach den Planeten richtig hot. So, jetzt habe ich 1,2. Ja, jetzt wird's doch langsam. Jetzt wird's doch langsam. Hier entsteht doch langsam ein bisschen was, oder? Ich meine, klar, das wird nicht über Nacht gehen, aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Es ist auf jeden Fall ein Fortschritt. So, ich würde sagen, wir machen mal hier die Taschen so gut es geht leer. So. Das kostbarste überhaupt Eisen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Wasser für den Weg. Kobalt wäre auch ganz gut, dass wir hier noch Sauerstoff hätten. So. Mache ich mir hier noch zwei Tanks. Und dann ziehen wir mal los. Das gute Eisen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, wir ziehen es mal los und schauen mal, ne? Na, Silizium brauchen wir gar nicht. Also, ja, brauchen wir auch, aber im Moment halt ist es egal. Im Moment ist es nicht so wichtig. Im Moment ist es nicht so wichtig. Kobalt habe ich nicht mehr so viel. Kann ich wieder was mitnehmen? Zumindest mal so zwei für einen weiteren Sauerstofftank, wenn es mal wieder so ein bisschen eng wird. Was ist das denn hier? Titan, voll dunkel. Okay, ich habe jetzt dieses Tool zum Destruction. Ich brauche einfach nur Stoff. Chat, ich brauche Stoff. Wo kriege ich Stoff her? Ich brauche meinen Stoff. Ganz dringend, ganz schnell. Sonst nimmt das Ganze hier ein böses Ende, weil ich brauche hier für mein Exoskelett Exobeine.
Exo-Speedbeine, sonst wird das nichts. Sonst wird das ganz und gar nichts, weil die Laufwege sind schon brutal. Und ich komme natürlich viel weiter mit Sauerstoff, wenn ich... So, haben wir weg. Drüber zerlegt. Warnung, Sauerstoff niedrig, ja. Das komme ich hier schon mal durch. Wasser, das nehme ich mit. Aluminium ist nicht so wichtig. Eisen, Essen, so. Warum gibt es hier nicht einen kleinen Fetzenstoff? Das nehme ich mit. Eisen nehme ich mit. Uff, ja, das ist gut. Oh, Stoff! Ich habe Stoff gefunden! Internet! Der Mann hat Stoff gefunden! Und noch mehr Pflanzen und ein Chip! So, machen wir mal so. Hier ist so viel Zeug! Okay, ich zerlege hier noch ein paar Trümmer. Hier liegt noch Eisen rum. Was ist das denn hier? Eine Heizung, Stufe 2. Oh mein Gott, hier ist der heiße Shit drin. Hier ist richtig, richtig heißer Lava-Nougat. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich habe Stoff. Wir besitzen Stoff. Das ist erstmal genug. Brauchen ja nur 2. Nein, ich habe doch Stoff dabei. Ich habe doch die 2. Wir gehen jetzt zurück erstmal. Ich will nicht verrecken hier draußen. 2 Stoff reichen. Wir gehen nochmal hin. Wir müssen erstmal die Taschen leeren. Wir müssen... Ich bin aufgeregt. Wir müssen alles, was da drin ist, müssen wir so oder so rausholen. Alles muss rausgeholt werden. Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie Fallschaden, wenn ich jetzt hier runterjump? Wäre voll mies. Okay, oh, wow, ich habe mir die Knöchel gebrochen. Ja, es gibt Fallschaden. Mies, Alter. Mies. Richtig, richtig mies. Wir besitzen Stoff. Alles wird gut. Alles wird gut. So, warte mal. Mit dem Stoff kann ich mir ein Exoskelett... Nein. Aluminium. Aluminium besitzen wir auch. Hatten wir auch genug. Ja, 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 ja. Geil, Mann. Das turnt mich richtig an, das Ding. Okay. Woo, ich bin deutlich schneller. Ich bin deutlich schneller. Oh. Eis, Eis, Eisen. Hier ist noch ein Stoff. Ich habe noch einen Chip. Müssen wir auch mal hier forschen. Abbaugeschwindigkeit wird erhöht. Erotisch. Ja, doch. Silizium und Superlegierung. Naja, wenn ich hier einen Bruch hätte, wäre ich verloren. Sind wir mal realistisch. Hier ein Bruch, wäre Ende. Magnesium, okay, das habe ich alles. Magnesium, Eis, Eis, das hier. Oh nein, es regnet wieder irgendwie Sachen vom Himmel. Ey, ich will hier einen großen Zylinder hinstellen. Nice. Blumen. Ich gebe der Welt Blumen. Oh, geil, neuer Bohrer. Alter, Eisen und Titan. Neuer Powerbohrer. Eisen, Eisen, Eisen. Titan, wo ist der Titan? Hier. Ich brauche mehr von allem. Dann werden wir auch wieder mehr Strom benötigen. Das sehe ich doch jetzt schon. Dass wir mit dem Strom niemals
niemals hinkommen. Dafür müssten wir eigentlich Solaranlagen bauen. Boah, der T2-Bohrer. Oh, Alter, wieder direkt mein Strom. Uff. Das ist ja böse. Was kostet denn Solar? Kobalt und Silizium. Ah, wir müssen demnächst auf Solar umschwenken. Oh Gott, ich muss sehr bald. Was brauche ich? Eisen. Ich brauche einfach nur Eisen. Immer wieder Eisen. Ich habe übelst den Hardcore-Eisenmangel. Eisen bricht mir quasi immer wieder das Genick. Endlich ist hier mal wieder was runtergefallen. Chat trotzdem tot. Ja, aber so ist es eben, wenn man erfolgreich ist. Erfolgreiche Streamer haben keinen aktiven Chat. Deswegen liegt es jetzt an der YouTube-Gemeinde, die wir nebenbei noch aufbauen. Wir sind jetzt dabei, hier eine simultane Gemeinde zu erzeugen. Und die muss jetzt halt für die faulen Twitcher so ein bisschen gegenlenken. Ja, ihr da draußen, jetzt auf YouTube, die im Nachhinein das Ganze gucken, die müssen jetzt so gegenlenken. Die müssen die Gegeninitiative lostreten. Klar! Wenn ihr mal der... Guck mal, wir haben 760 Leute und wir haben vielleicht 5, die was schreiben. Die ganzen YouTube-Leute denken sich auch so, ey... Ja, gar nichts los. Muss ich auch nicht vorbeikommen. So, habe ich genügend für... Ein Kobalt fehlt noch. Aber ich tanke hier mal ein bisschen rein. Kobalt hatten wir doch noch eigentlich recht viel hier, oder? Ja, da hinten ist noch ein bisschen. Wollte ich noch 2 Kobalt, dann bauen wir mal hier so ein Solarding. Ist auch so ein Phänomen, dass so viele Leute mittlerweile Twitch am Fernsehen gucken. Ich finde das irgendwie echt krass. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, einen Stream über einen Fernseher zu laufen. Das klingt so absurd verrückt. Kann ich aber jetzt komplett umschalten auf Solar? Also ist hier immer permanent Solar gegeben oder wenn es dunkel wird, dann kackt mir hier alles weg? So. Eh wieder voll. Rucksack erweitern wäre jetzt halt noch richtig geil. Aber man merkt schon, das Spiel, das ist so eine Mischung aus Subnautica und halt so ein Satisfactory-mäßig, ne? Okay, blockieren die sich? Nö. Nö. Normales Fernsehen gibt es hier im Chat nicht. Die gucken alle nur Keystrot 24/7. Ist faszinierend. Alle süchtig. So, wir hauen mal hier noch ein bisschen was rein. Na, komm, machen wir hier mal alles ein bisschen voll. Was habe ich denn eben gerade bekommen? Besseren Rucksack? Ein besserer Rucksack. Aluminium. Haben wir noch 2 Aluminium? Das Silizium. Jetzt leck mich doch am Ärmel. Mein Alu ist leer. Da war 1. Hier ist 1. Noch 1. Okay, 2 Alu. Titan haben wir definitiv. Silizium haben wir auch. Jetzt muss ich noch einen Rucksack hier reinziehen. Geil, Mann. Ja, die ganze Familie sitzt gebannt vom Fernseher und guckt hier Twitch, YouTube. Echt, also, ich kann euch mal erzählen, wie es bei mir ist. Also, hier schreibt jemand, Prime und Netflix und Streamingdienste ist ja voll boring. Also, ich habe allgemein eh nicht so viel Zeit zum Gucken.
Und ich bin auch eher der Filmgucker als der Seriengucker, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich bin dann schon ganz froh, wenn ich dann mal Zeit habe, um was zu gucken. Oh, Aluminium können wir gerade ganz gut gebrauchen. Dass ich dann doch wirklich meine Zeit mit Qualitätscontent verbringe. Also ich gucke YouTube so gut wie gar nicht. Das Einzige, was ich mache, ist YouTube überfliegen. Weil ich natürlich auch mal so ein bisschen neugierig bin. Oh, was ist da passiert? Oder wen gibt's da so? Aber selbst da, ich bin da überhaupt nicht auf dem Laufenden. Also wenn jetzt einer sagen würde, hey, hast du das mit dem und dem Beef mitbekommen und weißt du, was der und der gemacht hat und so. Ich wüsste es nicht. Zu 70-75% wüsste ich es nicht. So, ich brauche richtig dick davon. Kobalt. Jenna, dankeschön. Für diesen wahnsinnig erotischen Sub. Sehr erregend. Naja, ich sag ja immer, eigentlich so realistisch betrachtet, finde ich, ist das, was wir ja machen, pädagogisch einwandfrei. Also ich würde mein Kind auf jeden Fall meinen Kram gucken lassen. Ganz klar. Wenn mein Kind kommen würde, würde ich sagen, Papa, darf ich Phasmophobia gucken? Würde ich sagen, ja klar. Guck's dir an. Wird dich schon nicht umbringen. So. Bisschen Nasenbluten beim Gucken, aber ist ja ganz normal. So. Ich bräuchte eigentlich noch eine Kiste. Ne? Kisten sind immer geil. Ich hoffe, es gibt irgendwann eine größere Kiste. Ich glaube, wir haben ja schon eine gesehen. So ein Container war das. Und ich muss irgendwann ein System reinbringen. Ach, da unten kann man sogar hinschreiben. Okay, mhm. Eisen. Ah, das ist sogar relativ groß. Dass ich hier mal Eisen reinhaue. Kobalt. Das ist meine Kobaltkiste jetzt hier drüben. Aber ich habe gar nicht so viel Eisen, dass ich eine Eisenkiste mir leisten kann. Dann wird das hier meine Iridium-Kiste. Die Kiste ist verkehrt rum. Ja, geil. Ja, mega. Also muss ich die Kiste leer machen und abreißen. Ob ich weiß, was gegen Liebeskummer hilft, nicht lieben. Profi-Tipp von mir. Einfach nicht lieben. Innenleiter. Das ist ja mal praktisch. So, ich würde sagen, wir langen nochmal hier rein und nehmen uns ein bisschen Food mit. Sauerstoff. Trinken habe ich nur noch eins. Naja, ist ja noch in Ordnung. Und dann gehen wir wieder da oben hin und räumen das Ding mal so gut es geht leer. Wir sind jetzt deutlich schneller. Wir machen uns dann nochmal hier Stoff. Und holen uns dann hier die besseren Tretalis. Und dann wird das alles eigentlich, ja, gar nicht so schlimm. Dann wird das alles eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wir werden noch ewig daran werkeln, bis wir hier diese enorme Zahl da oben erreichen. Too slow for flow. Dankeschön. Wahrscheinlich werde ich morgen streamen müssen, denn ich muss ab jetzt immer streamen. Ich muss streamen, bis meine Sicherung rausfliegt und ich irgendwann an einem Burnout sabbernd in der Ecke liege.
Das ist meine heilige Mission. Weil ich ein Haus gekauft habe. Und im Moment keinerlei Spiele kommen. Und YouTube, ja, bescheiden gerade läuft. Sehr bescheiden. Da muss ich das ein bisschen mit Twitch auffangen. Ich muss es zumindest versuchen. Was ist das denn hier? Oh, ein Chip. Oh, ich zerleg mal die Heizung. Kann ich damit runternehmen? So. Sauerstoff wird wieder kritisch. Alu nehme ich jetzt einfach auch mal mit. Und baller mir erstmal so schön Sauerstoff in die Fresse. Ich nehme alles mal mit. Sortieren können wir ja immer noch. Wenn ich das Ding zerlege, lerne ich es aber nicht, oder? Oder können wir schon eine Heizung? T2. Nee. Eisen, Alu. Alu könnte ich... Ich könnte eigentlich auch das Eisen ganz gut gebrauchen. So, Stoff ist halt auch... Boah, hier ist so fancy Zeug drin. Das können wir eigentlich mal hier lassen. Das brauchen wir im Moment nicht. Chip nehme ich mit. Silizium haben wir auch eigentlich genug. Tauschen wir auch mal hier durch. Nehme ich lieber die Pflanzen mit. Noch eine Pflanze hier drüben. Oh, hier ist eine E-Mail. Maschinenlogbuch Nummer 436. Heute Morgen, als wir in unserem 17. Tag der Raumfahrt nach Stigma waren, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs ging aus, als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen's. Klingt ja ziemlich mucho fatalo. Bauplan. Yes, unbedingt. Uff! Ein Fusionsreaktor. Oi, Uran, jede Menge. Na gut. Also hier ist immer noch jede Menge Zeug zu holen. Schmutzbuckel, Dankeschön für den wahnsinnig geilen, erotischen Megasub. Die hat meinen Tag extrem verschönert. Ach, es gibt sogar eine richtige Story in dem Game. Okay. Okay. Ich spring wieder hier runter und brech mir was. Au. Liebe Twitch-Bürger, wir nähern uns einem Hype-Train. Schnallen Sie sich fest. Wir haben noch eine Minute und 15 Sekunden, um ihn zu aktivieren. Da wir aber hier in Deutschland sind und in Deutschland bekanntermaßen die Deutsche Bahn fährt, werden wir diesen Zug wahrscheinlich nicht erleben. Hier erstmal Kobalt. Nein, hier kommt nur Kobalt rein. Und hier eigentlich nur Eisen. So, ich würde gerne hier Bewegungsgeschwindigkeit. Dazu benötige ich diese fancy erotische Legierung. Die ist ziemlich wertvoll zu scheinen seid. Ist. Whatever. What? Mir fehlt ein Stoff. So. Rocky Stone, Dankeschön. Er hat den Zug aktiviert. Und Virus. Ich habe ja schon ewig nicht mehr. Virus existiert noch? War Virus nicht der Mann, der immer hier irgendwie so ein 10er oder so ein 20 gedroppt hat? Dankeschön, Virus. Der Zug ist im Bahnhof angekommen. So, wir können jetzt schneller rumrennen. Ui, merkt man aber schon ganz deutlich, oder?
war einen Moment weg. Ja, Jahre gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Virus. Wir kommen zurück im Land des Verderbens. Okay, wir brauchen Eisen und Eis. Wir müssen irgendwann die Kisten umräumen. Haben wir hier noch Eis? Eisen haben wir auf jeden Fall. Ich will es mehr machen, damit wir hier... Ich muss erstmal ein bisschen Eis holen. Wie viel Platz habe ich noch? 4. Gut. Papa Virus, der war mal kurz Zigaretten holen. 2 Jahre und jetzt ist er wieder da. Er hat erkannt, dass die Welt da draußen ein kalter, einsamer Ort ist und hat sich gedacht, naja, gehe ich doch wieder zurück. Dann gehe ich doch wieder zurück. Pff, macht doch keinen Spaß da draußen. Freiheit wird absolut überbewertet, nicht wahr, Virus? So, warte mal, ich müsste eigentlich eher erweitern. Dafür brauche ich 3 Eisen, ne? Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche. Irschi, Kirschi. Zungenbrechername, Dankeschön.